Einen schönen Freitagabend. Willkommen bei der Zeit im Bild 2. Seit dem Vormittag diskutieren die Staats- und Regierungschefs darüber, wie viel Geld Europa zur Bewältigung der Krise braucht. Dosierungsfrage. Beim Gipfel in Brüssel sollen die Summen für ein neues EU-Budget und den Corona-Hilfsfonds gefunden werden. Zur Stunde noch ohne Erfolg. Wir schalten zu Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Infektionsexplosion. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen steigt weltweit drastisch an. Viele Länder setzen wieder Maßnahmen. Allein in Wien, der Städtetourismus kommt praktisch zum Erliegen. Ganze Branchen stecken noch immer tief in der Krise. Wir sprechen mit einer betroffenen Fremdenführerin. In einem Saal, in dem sonst bis zu 330 Menschen Platz finden, beraten heute 27 EU-Staats- und Regierungschefs, damit sie sich in Zeiten des Coronavirus nicht zu nahe kommen. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie, dass sich die Spitzen der europäischen Regierungen wieder persönlich zum Gipfel treffen. Denn es geht um viel. Das nächste EU-Budget muss auf den Weg gebracht und der Wiederaufbaufonds beschlossen werden. 750 Milliarden Euro will die EU-Kommission in die strauchelnde europäische Wirtschaft pumpen und damit vor allem den notleidenden Staaten wie Italien und Spanien helfen. Eine Allianz aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden ist aber skeptisch. Und auch das EU-Budget der nächsten Jahre wird verhandelt. Insgesamt geht es um knapp 1,8 Billionen Euro. Nahe gekommen ist man sich bisher nicht wirklich, nicht nur wegen der Corona-Abstandsregeln, berichtet aus Brüssel Raffaela Scheidreiter. Hubschrauber kreisen über dem EU-Viertel nach monatelanger Pause. Polizei überwacht das Gelände rund um das Ratsgebäude. Die Staats- und Regierungschefs sind wieder in der Stadt. Doch von einem Gipfel wie vor Corona keine Spur. Üblicherweise arbeiten auch wir Journalisten an Gipfeltagen im EU-Ratsgebäude, um dort den Verhandlungsstand zu verfolgen. Heute aber heißt es Corona-bedingt, bitte draußen bleiben. Um Menschenansammlungen und mögliche Gipfelinfektionscluster zu vermeiden, haben Journalisten heute gar keinen Zutritt. Weshalb Frankreichs Präsident bei den traditionellen Eingangsworten direkt in die Kamera schauen muss und nicht in die Augen von Journalisten. Bonjour. Nous voilà donc. Macron rechnet mit einem außergewöhnlichen Gipfel und nicht nur wegen der Maskenpflicht in den Pausen. Wobei die Maske des bulgarischen Premiers etwas zu klein scheint. Auch Händeschütteln, tabu. Obwohl Fotos von bilateralen Treffen verraten, die Premierminister Ungarns und Tschechiens nehmen es locker. Ob die räumliche Nähe die inhaltliche herbeiführt, Deutschlands Kanzlerin dämpft die Erwartungen. Wünschenswert wäre es, dennoch muss man ja auch der Realität ins Auge sehen. Und es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller, damit wir etwas hinbekommen, was für Europa gut ist, was für die Menschen in Europa gut ist, angesichts dieser Pandemie. Dabei sollte Angela Merkel in Feierlaune sein. Sie wird heute 66. Bulgariens Premierminister schenkt Rosenöl. Und auch Italiens Premier will etwas. Schnell Hilfsmilliarden für seine Corona-gebeutelte Wirtschaft. Das Hilfspaket dürfe ja nicht kleiner werden. Und er will freie Hand beim Ausgeben. Den Appell richtet er auch an den niederländischen Premier. Mark Rutte zählt zu den selbsternannten sparsamen Vier, so wie Österreichs Bundeskanzler. Vor einer kleinen Journalistenrunde pocht Sebastian Kurz auf Auflagen, wofür Länder wie Italien Hilfsgeld verwenden. Er argumentiert mit einer Formulierung, die aufhorchen lässt. Wenn das Geld nicht in Zukunftsinvestitionen verwendet wird, wenn es nicht auch Hand in Hand geht mit notwendigen Reformen in Staaten, die schlicht und ergreifend in ihren Systemen kaputt sind oder zumindest große Probleme haben, dann wird all das verpuffen. Es gibt noch viel zu bereden. Der tschechische Premierminister lässt es sich nicht nehmen, die Presse zwischendurch zu informieren. Er habe nicht das Gefühl, einer Einigung näher zu kommen. Aber Gipfelnächte dauern bekanntlich oft bis in den Morgen. Daran dürfte auch Corona nichts ändern. Und zum Abschluss vor der politischen Sommerpause haben wir in den letzten Tagen mit allen Chefinnen und Chefs der Parlamentsparteien hier im Studio gesprochen. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz fehlt noch. Ihn begrüße ich jetzt in unserem Studio in Brüssel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Tür. Herr Bundeskanzler, Sie sind dagegen, dass die Gelder des Hilfsfonds als Zuschüsse ausgezahlt werden und fordern Kredite. Aber Italien hat heuer eine Staatsschuldenquote von über 150% seiner Wirtschaftsleistung. Spanien von 115%. Was helfen denn diesen völlig überschuldeten Staaten Kredite? Da helfen ja wohl nur Zuschüsse, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen eine verkürzte
Darstellung, worum geht es im Moment in Brüssel, um sehr viele Fragen auf einmal. Zum einen verhandeln wir das EU-Budget der nächsten 7 Jahre. Zum zweiten verhandeln wir den sogenannten Recovery Fund. Und da steht weder im Raum, dass es nur Kredite oder nur Zuschüsse geben soll, sondern es ist die Frage, wie ist der Mix? Also wie viel Prozent sind Zuschüsse, wie viel Prozent sind Kredite und wie hoch soll das Volumen in Summe sein? Und dann geht es um die aus meiner Sicht relevantesten Fragen, nämlich wohin sollen die Gelder fließen und wofür sollen sie investiert werden? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn die Gelder, die in die Hand genommen werden, in Digitalisierung, in Ökologisierung und in Reformen investiert werden, dann macht das Sinn. Wenn die Gelder aber irgendwo im System versanden, wenn nur das Geld in Banken fließt oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar manches in der Korruption untergeht, dann bringt dieses Investment sehr wenig. Und über das wird jetzt gerade bis im Detail debattiert. Aber zuerst müssen Sie auch wissen, welche Gelder wie genau ausgezahlt werden. Wolfgang Schäuble, prominenter CDU-Politiker, Bundestagspräsident und wahrlich kein Mann, von dem man annehmen könnte, dass sein Geldbörser locker sitzt, sagt, Kredite statt Zuschüsse wären Steine statt Brot. Sie haben bereits Bewegung angedeutet. Welches Verhältnis von Krediten zu Zuschüssen wäre denn für Sie gerade noch tragbar? Also zunächst einmal sind die Kredite dankend angenommen worden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Länder darüber klagen, wenn sie günstiges Geld erhalten. Ganz im Gegenteil, es ist gleich zu Beginn der Corona-Krise, um schnell für Liquidität zu sorgen, ein ESM von über 500 Milliarden Euro geschnürt worden. Und ich weiß nicht, ob Sie da besser informiert sind als ich, Herr Thür, aber mein Eindruck war, gerade die stark betroffenen Staaten im Süden waren sehr, sehr froh und dankbar, dass sehr schnell dieser ESM geschnürt worden ist. Und jetzt geht es um ein Instrument, wo Geld die nächsten Jahre innerhalb der Europäischen Union verteilt werden soll. Und da ist einmal unsere wichtigste und zentralste Forderung, dass es nicht zu einer langfristigen Schuldenunion kommt. Also dass nicht auf Dauer Schulden in Europa vergemeinschaftlicht werden, sondern dass das, was hier beschlossen wird, eine einmalige Aktion bleibt als Reaktion auf die Corona-Krise. Und natürlich wollen wir solidarisch sein, aber wir haben auch die Interessen der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Blick. Und daher ist unsere Position, aber auch die Position der anderen drei dieser sparsamen Gruppe, in der wir uns zusammengefunden haben, dass wir den derzeitigen Vorschlag mit den 750 Milliarden in Summe, von denen 500 Milliarden Kredite, 500 Milliarden Zuschüsse sein sollen, dass wir den ablehnen. Und ich bin sehr froh, dass es mittlerweile mehr und mehr Bewegung in unsere Richtung gibt. Ich hatte gerade ein 6-Augen-Gespräch mit Emmanuel Macron und Angela Merkel. Und es wird über die Nacht hier neue Vorschläge geben. Also es gibt Dynamik in unsere Richtung. Und dann fehlt noch die große Frage, wohin soll das Geld fließen und für welche Projekte soll es verwendet werden? Und gibt es Konditionalitäten wie Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel? Das werden noch harte, aber notwendige Verhandlungen werden. Sie wollen Kontrollen der eingesetzten Mittel und Reformen, das haben Sie auch vorhin gerade gesagt. Sie haben heute bei der Pressekonferenz in Brüssel gesagt, es brauche als Gegenleistung für die Hilfen, Zitat, Reformen in Staaten, die in ihren Systemen kaputt sind oder große Probleme haben. Welche Länder haben Sie denn damit gemeint? Naja, wir wissen alle, dass viele Staaten ja schon vor der Krise überschuldet waren. Sie haben in Ihrer einleitenden Frage den hohen Schuldenstand von Italien zum Beispiel angesprochen. Aber ist Italien kaputt? Ist das System in Italien kaputt? Naja, wir haben definitiv Defizite in Italien. Wenn Sie sich die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Staaten in Europa ansehen, dann merken Sie, die ist höchst unterschiedlich. Wenn Sie sich die Arbeitslosigkeit in den einzelnen Staaten in Europa ansehen, dann merken Sie, es gab Staaten, die hatten vor der Krise de facto Vollbeschäftigung und es gab andere Staaten, die hatten auch vor der Krise eine sehr, sehr hohe, insbesondere eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und dann gibt es große Unterschiede in den Pensionssystemen zum Beispiel, wie lange gearbeitet wird, wie früh man in Pension gehen kann. Es gibt große Unterschiede, wie viel Steuergerechtigkeit es gibt, wie hoch die Schattenwirtschaft ist. Und ja, ich versuche es sehr diplomatisch auszudrücken, ich bin überzeugt davon, dass in Italien einschneidende Reformen notwendig sind. Und wofür wir sicher nicht zu haben sind, ist, dass Länder Geld bekommen, ohne Reformen durchzuführen, weil dann würde dieses Geld versanden. Es hätte keine positive Auswirkung, sondern es würde vielleicht nur dem politischen System helfen, die notwendigen Reformen wieder einmal nicht anzugehen. Das hatten wir schon. Italien ist Nettozahler der EU, unser zweitwichtigster Handelspartner. Ist es da wirklich opportun, dieses Landes kaputtes System zu bezeichnen?
Ich habe nicht das Land als kaputtes System bezeichnet, sondern ich weiß sehr genau, was ich gesagt habe. Und dazu stehe ich, nämlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit sehr unterschiedlich ist, dass es problematische Systeme teilweise gibt und manche Systeme auch kaputt sind. Und wir können die einzelnen Länder in Europa ganz genau durchgehen. Und ich kann Ihnen sagen, in welchem Land sehr viel getan wurde, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und in welchem Land die Bürokratie, die Korruption, ein Mangel an Rechtsstaatlichkeit die Wirtschaft hemmt. Und nein, ich glaube, wir sollten da nicht wegsehen. Und ich sehe es eigentlich ganz gegenteilig, nämlich wenn wir Steuergeld, europäisches Steuergeld in diesen Staaten investieren, dann sollten wir doch auch darauf schauen, dass dieses Geld richtig investiert wird. Und ja, ich stehe dazu, dass Rechtsstaatlichkeit ein hohes Gut ist und es nur europäische Gelder geben soll, wenn die Rechtsstaatlichkeit auch gewahrt ist. Und ich stehe dazu, dass es nur Geld geben soll, wenn das auch in Ökologisierung und Digitalisierung fließt und nicht in rückwärtsgewandte Projekte. Das ist ein Gespräch zur politischen Sommerpause. Deswegen würde ich Sie auch gerne noch zum bestimmenden Thema dieses ersten halben Jahres fragen, nämlich zu Corona. Heute gab es 169 Neuinfektionen, so viele wie seit 12. April nicht mehr. Sie haben im Juni hier im ZIP2-Studio gesagt, wenn wir in den dreistelligen Bereich kommen sollten, ist das etwas, wo wir als Politik wieder durchaus sehr wachsam werden müssen. Der Ärztekammerpräsident fordert, so schnell wie möglich die Maskenpflicht wieder einzuführen. Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auch. Wäre das für Sie denkbar? Naja, es ist das eingetreten, was wir erwartet haben, nämlich, dass viele zwar über eine zweite Welle im Herbst diskutieren, die Wahrheit aber ist, dass die Entwicklung der Pandemie eine sehr schnelle ist. Das heißt, wir werden nicht eine zweite Welle erleben, sondern was wir erleben werden, sind ständige Bewegungen, fast wie bei einer Ziehharmonika. Die Zahlen werden steigen, wenn man Maßnahmen setzt, sinken sie wieder. Wenn man die Maßnahmen lockert, können sie wieder ansteigen und man muss wieder darauf reagieren. Aber braucht es eine Maskenpflicht? Ich wollte Ihnen die Frage gerade beantworten. Also bis es eine Impfung oder ein Medikament gibt, werden wir immer wieder diese Wellenbewegungen haben. Unser Leitfaden ist ganz klar, nämlich so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkung wie notwendig. Und wir werden am Sonntag in der Bundesregierung ein Gespräch führen mit den zuständigen Ministern, auch mit dem Vizekanzler, die Zahlen bis zum Sonntag sehr genau beobachten und dann eine Entscheidung treffen. Die Maskenpflicht ist definitiv eine Möglichkeit. Es ist etwas, das notwendig werden kann. Aber die Maskenpflicht alleine reicht nicht aus, sondern was wir dringend brauchen, ist das Projekt, an dem der Gesundheitsminister arbeitet, nämlich das Ampelsystem für die Bezirke in Österreich, damit es nicht einen Fleckerlteppich in den Reaktionen gibt, sondern dass es ein bundesweit einheitliches Vorgehen in betroffenen Bezirken gibt. Wir haben nach wie vor die Situation in Österreich, dass einige Bundesländer kaum betroffen sind und wir haben drei Bundesländer, in denen einige Bezirke sehr, sehr stark betroffen sind. Und insofern ist die Maskenpflicht etwas, was wir am Sonntag entscheiden müssen, je nach Entwicklung der Zahlen in den nächsten Tagen. Aber es wird in den betroffenen Bezirken darüber hinaus noch ein zielgerichtetes Vorgehen brauchen. Also am Sonntag gibt es da eine Entscheidung. Ich würde gerne noch, Sie müssen gleich wieder zu den Verhandlungen, zwei Themenbereiche ansprechen. Die Finanzwelt ist zurzeit schockiert von dem Bilanzskandal rund um Wirecard mit Markus Braun, dem früheren Chef. Und gibt es da einen Chef, der auch Berater von Ihnen war, der auch der ÖVP gespendet hat? Und der ist in diesen Skandal verwickelt. Er hat Sie auch beraten. War es im Nachhinein gesehen ein Fehler, ihn in Ihren Think Tank zu holen? Also in diesem Think Tank sind unzählige Persönlichkeiten und Markus Braun ist immerhin einer der erfolgreichsten Manager im Digitalbereich im deutschsprachigen Raum gewesen. Jetzt gibt es Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, die müssen aufgeklärt werden. Ich habe selber keine Kenntnis, ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht. Und ja, er hat an die Volkspartei gespendet, genauso wie an die Neos auch. Und soweit ich weiß, hat er auch ein gutes Verhältnis zu Christian Kern und zu einigen freiheitlichen Politikern. Also er war definitiv immer sehr gut vernetzt. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz steht jetzt in Deutschland unter Druck, weil er bereits im Februar 2019 von den Vorwürfen gegen Wirecard gewusst haben soll. Hat Markus Braun mit Ihnen jemals über solche Vorwürfe gesprochen? Wussten Sie vor den Medienberichten von diesen Vorwürfen?
Nein, davon wusste ich definitiv nichts. Öffentlich hat Ihre Regierung, nämlich die türkis-blaue Regierung, immer beteuert, dass es keine Privatisierungen geben soll. Aber in den letzten Wochen wurde im Ibiza-Untersuchungsausschuss immer wieder bekannt, dass es gleich mehrere Geheimprojekte zur Teilprivatisierung staatlicher Betriebe gegeben hat. Das Bundesrechenzentrum etwa sollte zur Post wandern. Der profitable Teil der Bundesimmobiliengesellschaft sollte an die Börse gebracht werden. Warum hat Ihre Regierung öffentlich das eine gesagt und dann im Geheimen solche Projekte vorbereitet? Also mir gefällt die Art der Darstellung nicht, Herr Tür, dass Sie das als Geheimprojekte bezeichnen. Ich halte das für ehrlich gesagt etwas unredlich. Das ist der Stil, den wir aus dem Untersuchungsausschuss kennen, dass alles skandalisiert wird, immer so nach dem Motto, irgendetwas wird schon bicken bleiben. Wovon wir hier reden, ist, dass es im Finanzministerium anscheinend, ich war in das im Detail nicht eingebunden, Überlegungen gegeben hat, ständig, welche Effizienzsteigerungen man durchführen könnte durch eine Zusammenarbeit der Post, die ja auch im Teil Staatseigentum steht und dem Bundesrechenzentrum und anscheinend andere Überlegungen auch. Und wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, dann halte ich das eigentlich für selbstverständlich, dass das zuständige Finanzministerium sich regelmäßig Überlegungen macht, was eine Effizienzsteigerung bringen könnte, wie viel der Staat durch Privatisierungen einnehmen könnte, ob es Beteiligungen gibt, wo man den Staatsanteil vielleicht erhöhen sollte. Das ist alles andere als unredlich. Die OMV zum Beispiel hat gerade groß eingekauft bei der Borealis in den letzten Wochen. Das war überhaupt kein Skandal. Jetzt unter dieser türkis-grünen Regierung ist kaum politisch oder medial thematisiert worden, ist auch nichts, was ein Bundeskanzler entscheidet. Und ähnlich ist es bei anderen Projekten auch. Aber dass ein Finanzministerium, das für Beteiligungen zuständig ist, sich regelmäßig Überlegungen macht, wie man damit umgeht, das vielleicht dann auch als Vorschläge an die politische Ebene heranträgt, das halte ich für ganz normal. Und wenn wir uns entschieden hätten, das Bundesrechenzentrum und die Post stärker zusammenarbeiten zu lassen, na, dann hätten wir sie selbstverständlich medial davon in Kenntnis gesetzt und dann hätten sie gerne darüber urteilen können. Aber dass solche Überlegungen gibt, das ist nichts Unredliches. Zu mir sind die nie groß durchgedrungen. Vielleicht hat es einmal jemand am Rande erwähnt. Entschieden haben wir uns sichtlich nicht dafür. Und vielleicht wäre es gut gewesen, wenn wir es gemacht hätten. Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht groß mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht sollte ich es machen. Aber ganz so ist es nicht. Sie sagen, es war kein Geheimprojekt. Es hatte den Geheimnamen Projekt Edelstein. Ein Mitarbeiter aus Ihrem Kabinett war mit eingebunden in diese Überlegungen. Das hat uns das BKA bestätigt. Und vor allem die Frage ist ja, in den Erläuterungen zu dieser neuen ÖBAG, zu dieser Staatsholding, zu dem Gesetz, das diese ÖBAG gegründet hat, findet sich der Satz, die Regierung, die Beteiligungen der ÖBAG stehen grundsätzlich nicht zur Privatisierung an. Sie haben die Öffentlichkeit davon informiert, dass es keine Privatisierungen geben soll und haben dennoch an solchen gearbeitet. Warum? Also noch einmal, Herr Tür, wir haben keine Privatisierungen durchgeführt. Aber warum bereitet man Privatisierungen vor, wenn man sie nicht durchführen will? Na, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos, dass das ein Thema ist. Ich hoffe doch, dass das Finanzministerium, das zuständig ist für die Beteiligungen der Republik, wo es um sehr, sehr viel Geld geht, wo es um die Frage geht, wie viel Renditen bekommen wir jedes Jahr, wie profitieren die Steuerzahler von unseren Beteiligungen oder wo ist es notwendig, andere Entscheidungen zu treffen, dass die sich Gedanken machen, das halte ich für absolut legitim. Wenn die das Bundeskanzleramt dabei einbinden, dann bin ich froh darüber. Und wenn es einen Vorschlag des Finanzministeriums gegeben hätte, das zu tun, dann nehme ich an, dass der an mich herangetragen worden wäre. Und dann hätten wir das in der Regierung besprochen. Und wenn wir uns dazu entschieden hätten, dann hätten wir das beschlossen, die Öffentlichkeit informiert. Und dann gibt es eine politische Debatte dazu. Das ist ja etwas ganz Normales. Bitte tun Sie nicht so, als wäre das etwas Anrüchiges. Es ist auch, glaube ich, nichts Anrüchiges, dass die OMV gerade Borealis gekauft hat, oder? Das ist es nicht. Und im Regierungsprogramm war das auch nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Genau. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und noch einen schönen Abend, Herr Bundeskanzler. Danke vielmals, Herr Tür. Auf Wiedersehen. Sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und das Gespräch haben wir in einer Verhandlungspause vor der Sendung aufgezeichnet.
und damit ins Ausland. Bei mehr als einer Viertelmillion Menschen weltweit wurde in den letzten 24 Stunden eine Corona-Infektion nachgewiesen. Knapp 5.800 Menschen sind in nur einem Tag mit dem Virus verstorben. Die Corona-Pandemie ist nicht nur nicht vorbei, weltweit gesehen ist sie so groß wie noch nie zuvor. Nach den USA und Brasilien zählt jetzt auch Indien schon mehr als eine Million Corona-Infektionen. Aber auch immer mehr Länder, die anfangs gut mit der Krise zurechtgekommen sind und Maßnahmen früh gelockert haben, kommen jetzt wieder zu strengeren Corona-Beschränkungen zurück. Hohe Arbeitslosigkeit und gleichzeitig dramatisch steigende Corona-Infektionszahlen bringen Israels Premier Netanyahu zunehmend in Bedrängnis. Jetzt gibt es eine Art Lockdown-Light, um einen kompletten Lockdown noch abzuwenden, wie der Premier sagt. Geschäfte, Märkte, Einkaufszentren, Touristenziele bleiben künftig am Wochenende geschlossen. Offen bleiben dürfen nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Auch Menschenansammlungen werden limitiert und ab nächsten Wochenende sind auch die Strände gesperrt. Im bevölkerungsreichen Indien sind viele Maßnahmen nicht so leicht umsetzbar. Masken können sich die meisten nicht leisten, Abstand halten ist oft nicht möglich und die Umsetzung von Maßnahmen wie lokalen Lockdowns ist nicht gerade einfach. Viele ignorieren die Absperrungen, erzählt er, und viele können es sich schlicht nicht leisten, zu Hause zu bleiben. Wanderarbeiter bringen das Virus in immer entlegenere Gebiete. Auch dort wird nun großflächig Desinfektionsmittel versprüht. In den Großstädten sollen Massenscreenings die Ausbreitung des Virus eindämmen. Trotzdem kommen an die 30.000 Neuinfektionen täglich dazu. Bislang sind 25.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Bereits mehr als 2 Millionen Corona-Infektionen meldet Brasilien. Aber der selbst mit Covid-19 infizierte Staatschef Jair Bolsonaro hält an seiner Linie fest. Durch Lockdowns würden mehr Menschen ihr Leben verlieren als durch das Virus selbst, sagt er, und empfiehlt lieber die Einnahme eines bisher ungeprüften Medikaments. Mit über 76.000 Toten ist Brasilien das am zweitstärksten betroffene Land weltweit, gleich hinter den USA. Dort werden jeden Tag neue Infektionsrekorde verzeichnet. Mehr als 77.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, 138.000 Corona-Tote bisher. Vor allem in den südlichen Bundesstaaten ist das Virus zunehmend außer Kontrolle. Eine Maskenpflicht könnte helfen, sagen Experten. Und so entbrennt um die Maske ein regelrechter Krieg. Vor allem republikanische Gouverneure wehren sich vehement gegen die Einführung. Und der umstrittene Corona-Kurs von US-Präsident Donald Trump zeigt mittlerweile massive Auswirkungen auf seine Umfragewerte. Nur noch 38% finden seine Corona-Politik in Ordnung. Eine Fremdenführerin, die wegen der Corona-Pandemie seit Monaten keine Kunden hat. Wie geht's Menschen in der Krise? Darauf blicken wir nach den Kurzmeldungen. Nach dem Auftauchen eines Videos, das Übergriffe mehrerer Polizisten auf einen Mann in einem Wiener Lokal zeigt, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. 8 Beamte wurden vorläufig suspendiert. ÖVP-Innenminister Karl Nehammer bezeichnet den Vorfall als absolut inakzeptabel. Der Bilanzskandal um die burgenländische Kommerzialbank Mattersburg dürfte noch größer sein als bisher angenommen. Bis zu 500 Millionen Euro könnten verschwunden sein. Trotz regelmäßiger Prüfungen und entdeckter Unregelmäßigkeiten sind die Manipulationen jahrelang unentdeckt geblieben. Den Wirtschaftsprüfern hätten sie aber auffallen müssen, kritisiert der Vorstand der Finanzmarktaufsicht. Nach dem Tod einer 32-Jährigen infolge eines Eingriffs in einer Badener Kinderwunschklinik gesteht ein Arzt nun Fehler ein. Er soll ein Narkosemittel in einem privaten Kühlschrank gelagert haben, wodurch sich Keime gebildet haben dürften. 2 weitere Frauen, die ebenfalls intensivmedizinisch behandelt werden mussten, sind am Weg der Besserung. In Sibirien wüten seit Wochen massive Waldbrände. Ungewöhnlich hohe Temperaturen und starke Trockenheit führen dazu, dass sich die Flammen immer weiter ausbreiten. Wissenschaftler machen den Klimawandel als Hauptverursacher aus. Queen Elizabeth II. Hat den 100-jährigen Kriegsveteranen Captain Tom zum Ritter geschlagen. Der Brite Tom Moore erlangte große Bekanntheit, da er für eine Corona-Spendenaktion 100 Runden mit dem Rollator in seinem Garten drehte. Wegen der Pandemie fand die Zeremonie auf Schloss Windsor im Freien statt.
ein Held. Es ist eine gute Zeit für Einheimische, die Sehenswürdigkeiten der eigenen Stadt zu erkunden. Es ist eine denkbar schlechte Zeit für alle, die davon leben. Der Städtetourismus ist wegen der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen. Die Betten in den österreichischen Städten sind laut Wirtschaftskammer nur zu 10-30% belegt. Das hat drastische Folgen für all jene, die von den Touristinnen und Touristen leben. Nicht nur in den Hotels. Fritz Dietelbacher hat eine von ihnen getroffen. Am Heldenplatz in Wien drehen die auf Oldtimer geschminkten Elektroautos Kreise umeinander. Trotz schönem Wetter fehlen hier nicht nur die Fiaker, die haben schon vor Wochen die Kundensuche aufgegeben. Es fehlen vor allem die Touristen, die sich von den Chauffeuren Wien zeigen lassen wollen. Wer hier geht, hat meist einen Termin in der Stadt. Valerie Straßberg kennt diese Stadt wie ihre Westentasche. Sie ist Fremdenführerin. Doch heute hat sie nur das ORF-Team als Zuhörer. Keine Kundschaft. Wie an jedem Tag seit Mitte März. Es war ein Schock. Ich muss echt sagen, es war ein Schock, weil ich hatte den Kalender voll. Teilweise so voll, weil ich mir gedacht habe, na ja, da hast du ein bisschen zu viel vorgenommen. Es wird sich nicht ausgehen. Aber mein Betrieb ist wirklich von 100 auf 0 heruntergefahren. Und es war von einem Tag auf den anderen eine andere Welt. Abgesehen davon, dass die ganze Situation mit dem Lockdown sehr unheimlich war eigentlich, kein Mensch auf der Straße, habe ich mir dann auch natürlich Gedanken gemacht und mir ist ziemlich bald klar geworden, dass das heuer nichts mehr wird mit den Touristen. Der heurige Sommertourismus ist im Mai mit einem Minus von 90% gestartet. Und dass überhaupt Gäste verzeichnet wurden, ist den zeitweise guten Buchungen an den Kärntner Seen zu verdanken. Der Städtetourismus ist momentan tot. In Wien rechnet man damit, dass heuer 35.000 Jobs in Gastronomie und Tourismus wegfallen. Valerie Straßberg hat sich nach Alternativen umgesehen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann muss ich mich nach irgendeinem anderen Job umsuchen. Das ist natürlich in einer Phase, wo das AMS 500.000 arbeitslos gemeldet hat. Ja, nicht von Erfolg gekrönt gewesen, wie Sie sich vorstellen können. Sie hat auf all ihre Bewerbungen keine einzige Antwort erhalten. Mittlerweile gibt es Zahlungen aus dem Härtefallfonds für 6 Monate. Und der Verein der Fremdenführer arbeitet an neuen Angeboten für neue Kunden, für Österreicher. Wir versuchen, den Mut nicht zu verlieren. Und es ist auch klar, dass es wichtig ist, dass wir als Fremdenführer präsent bleiben in der Stadt. Ich glaube nicht, dass der Beruf verloren gehen wird. Den wird es später auch noch brauchen. Aber was machen wir bis dahin? Das ist eine gute Frage. Die Durststrecke kann noch Jahre dauern. Viele Fragen, auf die noch Antworten fehlen. Und damit dürfen wir uns von allen Seherinnen und Sehern auf Dreisat verabschieden. Beste Grüße aus Wien. Und Manfred Bauer blickt für uns jetzt noch schnell auf das Wetter für das Wochenende. Im Osten hat das Wetter morgen nicht viel mehr als Regen und kühlen Wind zu bieten. Im Westen und Südwesten hingegen Sonne und 21 bzw. 23 Grad. Teils wolkenlos wird es morgen bei unseren Nachbarn von Genf bis Venedig sein, freundlich auch in München und in Prag. In Budapest und in Zagreb hingegen kann man nass werden. Am Sonntag wird es in Ostösterreich noch immer unbeständig sein. Überwiegend sonniges Wetter gibt es weiterhin in Vorarlberg, Tirol und Kärnten und es wird ein paar Grad wärmer. Und hier in ORF 2 verfolgt Universum History jetzt den Aufstieg der Karthager, eines der großen Völker der Geschichte. Bis heute legendär ist ihre glanzvolle Metropole Karthago, damals von der ganzen Welt bestaunt. 1000 Jahre lang beherrschten die Karthager als überaus erfolgreiche Händler die Antike. Ein spannender und sehenswerter Film und um 11:45 meldet sich dann die ZIP Nacht in ORF 1 mit dem neuesten Stand der Dinge. Die ZIP 2 ist dann wieder am Sonntag für Sie da. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.